Mein Name ist Dr. Esther Lingen. Ich bin 48 Jahre alt und seit 2001 bin ich Zahnärztin. Von 2003 bis 2021 hatte ich hier in Dorsten in Nordrhein-Westfalen eine eigene Praxis. Der Widerstand und die Alternativen betonen stets ausdrücklich ihre Liebe zur Wahrheit und wie sehr man sich darum bemühe, dieser auf den Grund zu gehen. Mein Eindruck ist ein ganz anderer. Wenn es um die katholische Kirche geht, ist der Widerstand auch nur ein Haufen von faulen und bösartigen Papageien. Bei dem eingetragenen Verein Katholische Kirche, einer international tätigen Firma, handelt es sich in Wirklichkeit nur um eine Sekte. Wir nennen sie die Vatikanum II-Sekte, kurz V2-Sekte. Mein Bruder, Pater Rolf Lingen, hat auf diese fatale Verwechslung dieser Sekte mit der wahren Kirche immer und immer wieder hingewiesen. Inzwischen seit über einem Vierteljahrhundert. Und was schreibt man bei Telegram öffentlich über ihn? Er sei Mitglied in einem pädophilen Sauhaufen, womit ganz eindeutig die V2-Sekte gemeint ist. Widerwärtig. Diese Fundamentallüge, die V2-Sekte sei identisch mit der katholischen Kirche, es ist eine Lüge, da mein Bruder ja die Richtigstellung unzählige Male vorgelegt hat, wird auch praktisch vom gesamten Widerstand verbreitet. Da also auch die Alternativen nicht an der Wahrheit interessiert sind und sich stattdessen lieber an Lügen ergötzen, sind sie keine Alternative.